Oh, ich glaube, da ist irgendwas gerade ins Wasser gesprungen. Also sind offenbar nicht alleine hier, ne? Oh, Alter! Schon wieder diese komischen Strahlungen. Alter! Da wurden wir mal... Da wurden einfach... Da wurden einfach mal alle Fische umgebracht, okay. Was? Ach du Scheiße. Oh. Oh nein. Komm, 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 komm. Alter. Okay, Alter. Komm, schwimm, schwimm, du schaffst es. Ich glaube an dich. Okay, das lief anscheinend doch ein bisschen ruhiger, als ich dachte. Aber trotzdem sind all die ganzen Fische gestorben. Oh, eine Strömung. Das könnte, glaube ich, ein bisschen lustig jetzt werden. Oh, halt dich gut fest. Komm, ich gebe mal noch ein bisschen Anschwung hier. Der bollert schon alles. Ist hier wohl ein Wasserfall irgendwie in der Nähe, oder? Kommt dem Gebäude auch immer näher? Wo es da nicht hingeht, interessanterweise. Ach du Scheiße. Wow. Au. Oh shit. Shit. Fuck. Come on. Just. Shit. Oh. Scheiße, wir haben kein Ruder mehr. Oder doch? Ja, wir kommen. Ja, wir sind bald da. Wir kommen. What will they do when there's no baby? I have to... Jesus. Lynn. I'm coming. Naja, die Ereignisse werden so immer komischer. Wer ist das denn da oben? Also Gollum und sein Freund, das ist jedenfalls nicht. Der Tod. God. Ach du Scheiße. Oh Gott. Die haben sie alle reingeworfen hier. Alter, ist das ekelhaft. Also ich glaube, ich muss da weiter, ne? Boah, und hier durchzuschwimmen, ey. Das ist nicht gut. So, sehen wir nochmal das Haus da oben? Nicht wirklich. Schon wieder so ein Nebel.
Oh, und da oben laufen sie alle lang. Das sind doch bestimmt diese Anhänger von Gollum und sein Kumpel da, ne? Zwar kommen wir jetzt zum See wieder zurück, oder was ist da los? Hm, keine Ahnung. Der speichert ständig. Oh oh. Und sie hängen da alle. Au! Oh, Scheiße. Oh. Shit. Shit, the raft. At least they'll be there. Oh nein. Jetzt müssen wir den Irren da nach oben, oder? Sie warten alle. There. The raft. Just get across. Scheiße, wie kommen wir denn da rüber? Das ist mal die interessante Frage. Und irgendwer oder irgendetwas stöhnt dort drüben. Muss ich da hoch? Nee, zum Glück nicht. Aber wie komme ich denn da bitte rüber? Irgendwer ist hier auf jeden Fall. Kapitel 3. Erstens, zu dieser Zeit war es Jahr 34 Sulvian Knorr, der Ezekiel des Herrn, der 11. Monat am Morgen des 26. Tages. Zweitens, ich war ein Gefangener der Zinsen, ein Schuster im Land von Al-Barkuk, dem Berg des Aprikosenbaums, der den Namen Albuquerque trägt. Das ist wahrscheinlich Französisch oder so, ich habe keine Ahnung. Drittens, und durch falsche Schulden unterdrückten mich die Pharisäer Zions. Viertens, im Land eines emporkömmlichen Königs namens Lynch, welcher Kriege sah und ich kämpfte, welcher im Stein schlug, die Korrupten seines Vorgängers, und Zion verdammte zur Krankheit selbst im Tod. Fünftens. Und das Wort des Herrn kam zu mir ungeladen, gewandt in Lügen, doch strahlend vor Wahrheit eine elektrische Stimme gesandt von einem Sünder. Sechstens. Und sie sprach die Worte der Klagelieder. Siebtens. Sie sprach um des Berges Zion willen, dass er so wüst liegt. Achtens. Sie sprach du, Herr, der du ewiglich bleibst und dein Thron für und für. Neuntens, sie sprach, warum willst du unser sogar vergessen, uns leben und uns lebenslang sogar verlassen. Zehntens, sie sprach, bringe uns, Herr, wieder zu dir, dass wir wieder heimkommen. Elftens, sie sprach, denn du hast uns verworfen, und bist allzu sehr über uns erzürnt. Zwölftens. Und ich wusste, er sprach vom Fuchs auf dem Berg, welcher Mai Dotlishi und Mai Iltsoi von den gestangenen Navajo genannt wird. Der Fuchs auf dem Berg war der Prinz von Chaos, der in Lügen Wahrheit spricht. 13. Und ich ließ die Stimme verstummen und sah das Unsichtbare, ein großes Feuer,
dass sie strahlte wie die aufgehende Sonne, und inmitten des Lichts war eine Farbe, die nicht hingehörte. 14. Und meine erzürnten Augen wurden zurück in die Abgründe der Dunkelheit gestürzt. Fern das Wissen, welches ein Mann nicht ertragen könne. Das Rauschen Gottes Horns kam über Michi. 15. Und meine Ohren bluteten, und es verkündete der Herr, dass wir diesen Bund nicht brechen sollen. 16. Er, der Worte hört, wo man keine sprechen kann, zeigt Geduld bis zum Ende, und der Feind, der ich geboren werde, sei deine Last meiner Vergeltung. Okay, alles klar. Hey, das hat die Waldhexe hier. Hallo. So, es bleibt aber immer noch die Frage offen, wo wir überhaupt hin müssen. Oder wie wir überhaupt darüber kommen. Ich glaube, ich habe eine Idee, aber ob die funktioniert, weiß ich nicht. Das schaffen wir doch niemals. Nee, da kommen wir auch gar nicht hin. Aber irgendwer stünd da oben und wartet wahrscheinlich auf uns. Ja, jetzt stimmen wir auch. Oh. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Okay. Aber bitte vorsichtig, ne? Alter. Was habe ich denn hier bitte gefunden? Ach du Scheiße, es wird immer verrückter und verrückter, ey. Es geht schon los. Es geht schon los. So. Ach du Scheiße, ey. Ach so. Natürlich. Kann ich das Problem jetzt rüber vielleicht? Der hatte nur ein Auge. Aber sehr muskulös, der Mann, auf jeden Fall. Love set us free. Okay, wir müssen auch irgendwie noch da runterkommen. Ach, da. Ich habe da gerade wieder irgendwas gehört, glaube ich. Okay, es geht nun weiter. Alter. Diese ganzen Verrückten hier. So schwammen wir weiter durchs Tal. Immer näher zur Goldmine. Oder
Was auch immer das für eine Mine ist. Hä? Was passiert denn da? Losfahren kann ich auch schon gar nicht mehr. Okay. Ach du Scheiße. Jetzt springen die schon über Klippen rüber. Alter. Das sind aber sehr, sehr fitte Leute. Oh Gott, ey. Die sind überall. Überall. Oh. Scheiße. Oh nein. Das Floß wird immer kleiner. Ja, wir sind fast da. Somebody's mother? Tell me the father. But I'm not. I mean, we haven't in months. Kind of. Ja, das ist schon komisch. Und alles ist ganz ruhig. Das geht kaum noch voran. Unser Fluss ist so gut wie im Arsch. Oh. Was? Waren diese Anhänger von der Well und jetzt so? Oh shit. Der schon wieder. Ach du Scheiße. Cool. Erstmal runterkommen. Okay, wir sind anscheinend wieder in der Schule zum 10.000. Mal. Das waren diese Anhänger von dieser Well gerade. Das hat man gesehen. Und jetzt sind wir, ja, im Pool der Schule. Wo das böse Vieh wieder auf uns gelauert hat. Ich glaube, das sind die Duschen, weil ich höre da nämlich irgend so ein Geplätschere. Okay, hier kommen wir schon mal nicht hin. Boah, Junge, das wird immer verrückter hier, ohne Scheiß. Ja, und ich glaube, nochmal schwimmen gehen möchte ich ehrlich gesagt nicht. Der Pool kam mir ehrlich gesagt viel größer vor, als ich dachte. Ach, komm, hocken wir uns mal ein bisschen hin hier, ein bisschen hinlegen, ein bisschen ausruhen. Ich muss echt zugeben, die Spiegelungen sind schon krass in diesem Spiel. Ach komm, gehen wir erstmal... Ja, in die Mail Ward. Boah, eine Toilette haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Wir schmeißen nicht mal das ganze Klopapier auf den Boden. Ich weiß es nicht. Da sind wir schon mal raus. Wir müssen anscheinend in den Female Ward. Naja, verstecken wir uns auch. Wie immer halt. Boah, stell mal vor, also der Fette wird hier auch so rumlaufen. Der war auch mal Schüler hier. Also der Fette mit den, also aus Outlast Eis halt, ne? Moment, was sind das?
was hat denn der für komische Zähne? Da gab es auch in Outlast 1 in Mount Massive da auch so ein Bild mit so einem Typen, der irgendwie so eine. Ja, der so komisch geguckt hat. Okay. Der nehme ich irgendwie an so irgendeinen Charakter aus GTA 5. Frag mich nicht warum. Wie guckt der denn bitte? Ah, heute werde ich euch alle fertig machen, ne? So, den kennen wir auch schon. Den Lippenstiftmann, den kennen wir auch. Das ist mein Hände waschen. Au. Oh. Wer klopft denn da? Ja, geht natürlich wieder nicht. Alter, die Tür, ne? Okay. Ah, guck mal, wir sind jetzt schon am Ende von dem dritten Kapitel. Jetzt kommt das vierte anscheinend. Wer klopft da eigentlich? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Kann ich eigentlich auch mal lecker mitten durch die Soße. Das ist eher. Die Frau ist so. Oh, Alter! Erschreckt mich nicht so. Scheiße, wo ist denn der? Scheint war er gerade duschen, wie es so aussieht. Ich kann doch nur noch hier rein, oder nicht? Nein? Alter, ich will da nicht schon wieder rein. Ich geh mal rein. Hallo? Da passiert ja gar nichts. Okay, Jessica ist ja vor uns rumgelaufen, aber... Ich glaube... Warte mal, wo ich... Ja, hör mal auf zu atmen, bitte. Wo ich das da oben jetzt so gerade sehe, ich glaube, hier kommt man später auch nochmal hin, glaube ich. Muss ich mich irgendwo verstecken? Ach du Scheiße. Ich mach mal Tür zu, ne? Wenn's recht ist. Ach, Scheiße, ey. Der ist doch schon wieder hinter uns her, glaube ich. Schlossen. Öffnen. Oh, Kacke. Aber wohin, wohin? What the fuck? Fuck. God. Alter, ey. Die lässt uns aber auch nicht mehr in Ruhe, ne? Genau ein einziger Rechner an. Alle anderen sind aus. Okay, wie sieht es hier so aus? Oh, Scheiße. Ich glaube, wir müssen uns da hinsetzen. Ich schau nochmal. Ich glaube, da hinten ist auch zu, oder? Da geht's weiter, aber ich hoffe, ich gehe erstmal in den Computerraum. Okay, ganz, ganz komisch, was hier gerade abgeht.
So, machen wir Tür zu, sind wir nicht gestört, ne? Können wir ein bisschen in unser Word-Dokument erstmal weiterarbeiten. Ich drüben war. Ja, das kennen wir schon. Aber was nun? Da drüben war ja noch ein Rechner angewiesen. Da komme ich nicht rein. Es ist genau dieser eine Rechner und kein anderer. Oh, hier ist noch eine Batterie. Ich konnte mich erinnern, dass man irgendwie noch was mit dem Rechner nochmal hier machen musste, aber... Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal dahin. Ob das eine gute Idee ist? Scheiße, der Typ kommt doch nicht wieder hinterher, oder? Erstmal hier reingucken. Okay, alles sauber. Oh! Oh shit. Alter. Ach du Scheiße. Oh, wir sind glaube ich jetzt zurück, oder? Tatsache. Alter Schwede. Oh nein. Es fängt an. Der Blutregen. Das war schon eine Vorwarnung dafür gewesen. Und es wird immer schlimmer. Raining blood. Dripping off her shoes, I think. No. Just... I try not to step in the blood because I didn't want to leave tracks. Okay. The mine entrance is usually on the top floor. Was ist mit dem Kapitän Ocean bald durch? Krass. Okay, anscheinend müssen wir als nächstes den Mineneingang jetzt finden. Immer das machen wir in der nächsten Folge. Weil die Ereignisse werden so immer... Man sieht es ja, ne? Ja, würde ich mal sagen, bis dann erstmal. Und ciao, ciao.